Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf der Galgenberg. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, heute müsste Dienstag sein, wenn ich mich nicht ganz verrechnet habe. Und ihr habt ja in der letzten Folge gesehen, da habe ich hier noch das Ganze festgewalzt, ne? Festgefahren. Und ja, das Silo ist quasi fertig. Ne? Das muss erstmal gären. Und das Silo können wir aber schon aufdecken. Das ist recht gut. Denn heute werden wir uns erst einmal mit um die Tiere kümmern. Allerdings, bevor wir das machen, müssen wir natürlich auch erst einmal anfangen, beziehungsweise müssen wir dann auch erstmal hier die Flächen kalken, wie wir ja gesagt hatten, ne? Sorry Leute, entschuldigt bitte. Wie wir ja gesagt hatten, dass wir das erst kalken. Dann werden wir das Ganze bearbeiten, Bodenbearbeitung, ne? Können wir den Kalk schön einarbeiten. Und dann werden wir mit der Sämaschine dann drüber, ne, und die beziehungsweise das Gras ansehen. So, warte, das steht noch nicht richtig. So, laufe einmal runter und dann machen wir das Ganze mal aus. So, genau, da haben wir das fertig. Blitzen wir zu unserem Bulldog. So, da geht die Luzi. Wartet mal, ich muss mal ein Stück nach hinten. So, genau, jetzt. Hab mir nämlich gerade noch einen frischen Kaffee geholt. Deswegen musste ich nochmal die Haarposition anpassen. Hier hat er aber noch einen Streifen stehen, der Kollege. Das müssen wir dann noch mit ansehen. Dann schauen wir mal. Wir werden dann auch sehen, dass wir, wenn wir die Tiere soweit fertig haben, dass wir dann auch wieder unsere nächsten Wiesenflächen mähen. Warum machen wir das? Ganz einfach, weil ich euch natürlich auch das neue Hay and Forage Pack, was heute zum Dienstag, so glaube ich, richtig in der Folge, ja, heute müsste Dienstag sein, nämlich rauskommt. So, und wir fahren erstmal prompt am Acker vorbei, wo wir hin müssen. Deswegen, meine Lieben, werden wir uns das, wenn es passt, heute anschauen. Ansonsten dann natürlich im Stream. Na? So. Und dann schalten wir das Ganze einmal ein und machen einmal den Kalk hier drauf. Passt das nämlich. So, wenn wir hinten das Arbeitslicht mit anmachen, wenn nun doch schon etwas dunkel. So, ihr habt ja gesehen, ne? Der ein oder andere sicherlich, ansonsten seht das vielleicht irgendwo jetzt hier oben oder so, ist das dann eingebunden. Habe ich das Hay and Forage Pack ja auch vorgestellt, ne? Und ich muss sagen, ja, ich finde es gut. Ne? Meinungen sind immer unterschiedlich, was ja auch wichtig und auch richtig ist. Ja, ich muss dazu sagen, es ist mal wieder etwas Neues. Ne? Also die Vielfalt an Maschinen, die wir hier im LS haben mittlerweile, finde ich, da können wir uns absolut nicht beschweren. Ne? So, weil wir haben halt einiges. Ja? Und ja, da muss man sagen, finde ich gut, gefällt mir. Na, auch die Größe der Maschinen gefällt mir richtig gut. Ja, es ist für jeden was dabei. Die Mähwerke, na, und die neuen Schwader, die interessieren mich so sehr, na, wo du quasi vorn den Schwader anbaust und dann hast du ja hinten noch die Schwader. Ich bin gespannt, wie das Ganze vonstatten gehen wird. Vor allem, wie es funktioniert, wie es auch aussieht, ne, letzten Endes. Das ist ja auch so die Sache. Deswegen, das schauen wir uns alles an, nach und nach. Ne? Aber wir müssen jetzt erstmal hier sehen, dass wir die Felder fertig bekommen. Alles hintereinander weg, ne? So wie sich das gehört. Nicht durcheinander, sonst bekommen wir ja das reinste Kuddelmuddel. Und Kuddelmuddel, es ist mir zu erfrischend. Ah, da ist, nee, das muss nicht sein. Kuddelmuddel brauchen wir nicht. So.
Einmal. So, jetzt setzen wir nochmal zurück mit dem Guten. Und dann schauen wir mal, dass wir hier, müsste eigentlich passen, und jetzt hier alles erwischen. Ja, perfekt. So. Wenn wir Glück haben, reicht das. Ne, für beide Felder wird es nicht reichen. Wir haben jetzt nur noch 47%. Immer voll machen müssen wir. Aber gut, ist ja nicht so. Ist ja nicht so wild. Bauen wir hier gleich gerade durch. Passt das nämlich auch. Diese zwei Felder werden wir auch wieder als Wiese machen. Na, ihr wisst ja, ich habe das dann gern hofnah. Kurze Wege und so. Na, dann läuft das nämlich auch. Einmal. Dann passt das. Sehr schön. Da haben wir dann noch eine kleine Ecke. Aber das passt dann schon. Kommen wir auch noch bis vor in die Ecke. Das wäre sehr schön. Sollte passen. So, einmal. Vielleicht haben wir ja auch Glück. Vielleicht auch nicht. Mal gucken, ob es passt. Für die kurze kleine Ecke hier. Nimmt er das noch oder nimmt er das nicht? Doch, ein bisschen nimmt er. Ein bisschen nimmt er, sehr gut. Naja, das sieht doch gut aus. Das könnten wir schaffen, meine Lieben. Das könnten wir schaffen. Das sollte reichen mit einmal. Jawohl, wunderbar. Sehr schön. Sehr schön. So, dann können wir den einmal voll machen. Oder nee, voll machen nicht. Wir stellen den. Ich muss noch mal gucken, ob der die Ecke hier mitnimmt oder nicht. Nee, nimmt er nicht. Na gut. So. Stellen wir den einmal rein. Gut, da ist das fertig. Und dann müssen wir hier die eine Ecke, die müssen wir noch ansehen. Anders wird es nicht. Weil wir werden dann gleich schlafen. Möchte ich die Ecke zumindest fertig haben. So, stellen wir den Kollegen einmal hier hin. Pinsel können wir ausmachen. Brauchen wir jetzt nicht. So. Wir schon mal anschalten. Und ab geht die Post. Haben wir das hier nämlich noch fertig. Haben wir nämlich hier alles angesät mit Gras. Und dann läuft der Laden. Wir müssen nur sehen. Das Walzen jetzt. Wir haben ja hier gekalkt und gedüngt. Gleich noch mal aussteigen und schauen, wie es dann so aussieht auf dem Acker. Ich denke mal, das Walzen, das ist jetzt eher weniger das Problem dann hier. Sollte soweit passen. So. Warte mal, das lassen wir runter. Jetzt hat er alles Beets. Genau. So, da müssen wir mal gucken, wie sieht es denn aus.
Erwarteter Ertrag 98%. Ja, das ist halt mit dem Walzen noch, ne? Ja, komm, das geht. Das geht, meine Lieben. Oder? Ne, 98% sind keine 100%. Heizen das jetzt noch fix. So. Licht aus. Belege. Bauen nochmal fix die Walze. Vorm Schlafen müssen wir einfach nochmal walzen. Das geht nicht anders. Das ist einfach Ding der Unmöglichkeit. So. Denn wenn wir das jetzt hier haben, müssten wir jetzt ja mal. Ja, warum ist denn hier so wenig Ertragspotenzial? 89%. Komisch, aber gut, komm, wir walzen das jetzt noch fertig hier. Dann haben wir das nämlich alles mit durch. Und dann sollte das auch passen. Nebenbei mal einen Schluck aus dem Kaffee, dass er nicht kalt wird. Mini kalter Kaffee macht hübsch, aber trotzdem. Vergessen wir nämlich schon nicht, dann haben wir dann nämlich alles fertig. Und dann sollte das so passen. Wir wollen ja so gut es geht, ne? Wollen wir ja unsere Felder bestellen und fertig machen. Ne? In diesem Fall auch die Wiesen dann auch. Ja? Und da gehört halt auch mit dazu, das Anwalzen. Egal, ob das jetzt halt ein bisschen, ja, nervige Arbeit ist oder nicht, ne? Das ist halt so, wie es ist. Gehört dazu, wir machen es, ne? Weil, seht so, der Nutzen, den wir am Ende daraus ziehen, der ist halt, ja, mehr Ertrag. Ja? Und das ist ja im Prinzip auch das, was wir wollen. Ne? Wir wollen ja so gut es geht was ernten, ne? Und ja, da kommt es halt auch wirklich immer auf die Vorarbeiten drauf an. Und wenn wir die halt gut machen, dann läuft das auch. Ja? Man muss das nicht zweimal machen. Ist ganz einfach so. Ja. Mal ein bisschen genau fahren hier. Ich weiß, wir haben ein bisschen viel Überstand jetzt hier. Aber das lässt sich jetzt halt auch nicht anders machen. Weil im Dunkeln ist zwar gut munkeln, aber du siehst nichts. Das ist das Problem. So. Ja, das läuft doch. Das läuft doch. Und wenn wir das fertig haben und dann geschlafen haben, dann geht's zu den Tieren. Wirklich. Ja, dann werden wir uns auch gleich noch die neue Technik anschauen. Beziehungsweise werde ich euch das gleich mal zeigen. Ihr wisst ja sowieso, wie, was, wo. Ne? Aber ich möchte es euch auch gezeigt haben. Denn in Sachen Mähtechnik. Wo haben wir es denn? Haben wir es denn genau? Wir haben ja hier die neuen Mäher und wir werden da mal schauen, wie wir das Ganze machen. Werden mal gucken. Ne? Das ist halt, wie ich das hier hinten sehe, ist das ja irgendwie mit Aufbereiter. Ne? So, müssen wir mal gucken, was wir letzten Endes daraus machen. Auf jeden Fall werden wir unseren Schwader austauschen. Ja. Das auf jeden Fall.
Weil, um jetzt das Ganze, um euch das Ganze nochmal zu zeigen. Schwader. Und doch. Immer suche ich den Schwader. Hier haben wir es doch. Weil wir haben ja einmal den, ne, hier von Krone. Dann haben wir ja hier von Reiter, von Pöttinger. Und ich bin aber mal gespannt, wie das hier sich verhalten wird. Schwadermäßig. Ne, weil das machst du ja normalerweise, das machst du ja vorne dran, ne? So wie ich das. Oder? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. So, aber, meine Lieben, ich werde das mal noch fix fertig walzen hier, ne? Dann sehen wir uns im nächsten Tag wieder. Und ihr lasst gerne das Däumchen da. Und wenn der ein oder andere sich schon das Hay and Forage Pack geholt hat, ne? Dann euch schon mal viel Spaß damit. Lasst gerne das Däumchen da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss und ciao.